Der Thermomix und sein besonderes Zubehör, das ist ja immer wieder ein großes Thema hier bei diesem YouTube-Kanal. Und ein besonderes Zubehör befindet sich hier drin. Da gibt es immer ganz, ganz viele Fragen zu. Und super viele sind interessiert an der Destillieranlage für den Thermomix. Einmal hier rankommen bitte und den ersten Blick drauf werfen. Donner, sieht ja aus wie im Chemielabor. Was kann man denn mit dem Angeberzubehör denn überhaupt anstellen? Sommerzeit ist Mückenzeit und wir werden mal heute mit der Destillieranlage ein schönes Mückenspray selbst herstellen. Denn man weiß doch eigentlich gar nicht so richtig, was ist in den Mückensprays so drin, die man so kaufen kann. Und neben ätherischen Ölen kann man mit der Destillieranlage auch Hydrolate herstellen. Und das werden wir heute mal tun. Ein Mückenspray-Hydrolat im Prinzip. Dazu brauchen wir nur ein paar Zutaten und die müssen wir jetzt erstmal in den Thermomix hineinfüllen, bevor wir die Anlage aufsetzen können. Und damit fangen wir mal an. Hier haben wir die Zutaten, die wir für das selbst herzustellende Mückenspray benötigen. Es sind nur drei Zutaten und noch ein bisschen Wasser. Und wir füllen die einfach mal hier nach und nach so ein bisschen rein. Als erstes mal 1 Liter Wasser, ganz normal, einfach in den Mixtopf füllen. Dann brauchen wir eine Handvoll Lavendelblüten. Einmal hier rankommen, bitte. Lavendelblüten getrocknet aus der Tüte oder frisch aus der Provence, das geht beides. Außerdem brauchen wir noch 3 bis 5 Stängel Zitronenmelisse. Getrocknet geht ebenfalls. Und da brauchen wir noch hier von diesem Strauß rote Rosen die 5 Köpfe davon. Und davon mache ich jetzt einfach mal nach dem Motto, ich destilliere sie, ich destilliere sie nicht, ich destilliere sie, ich destilliere sie nicht. Diese 5 Blüten hier, diese Blüten meine ich, von den 5 Köpfen nach und nach ab. Und dann fangen wir mal an mit dem Aufbau der Destillieranlage. Das genaue Rezept findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Schau da mal rein. Da gibt es auch noch einen 10-Euro-Rabattgutschein für die Destille. Das lohnt sich doch. Die Zutaten haben wir jetzt hier im Mixtopf drin und ich rühre das einmal so um, dass quasi diese trockenen Blüten und Blätterchen einmal so ein bisschen benetzt werden. Kann man natürlich auch machen, indem man im Prinzip zuerst mal die Blüten und Blätter einfüllt und dann den Liter Wasser rüberkippt. Das wäre vielleicht die schlauere Idee gewesen. Dann wäre schon mal alles befeuchtet worden. Aber so geht es hier auch, so ganz grob, denn gleich kommt ja nochmal hier die große Hitze rein und jetzt bauen wir mal die Anlage auf. Wow. Ah, so, da ist die dolle Holzkiste wieder hier. Die gibt es ja bei jeder Bestellung mit dazu, damit die Destillieranlage auch bei Nichtverwendung immer den optimalen Schutz hat. So, und jetzt fangen wir mal an mit dem Aufbau. Ich würde sagen, einmal hier rankommen, bitte. Es ist doch jedes Mal wieder doll, die Destillieranlage in Betrieb zu nehmen. Und es ist so einfach. Also, der Sockel wird mit dem Mixtopfdeckel verbunden und an der Unterseite fest verschraubt. Dann kann der Mixtopfdeckel schon aufgesetzt werden. Easy. Als nächstes nehmen wir die Destilliereinheit und setzen sie auf den Sockel. Mit der beiliegenden Schelle wird's verbunden. Auch easy. Unten wird nun der Abflussschlauch befestigt, durch den das Destillat in den Auffangbehälter fließen wird. Das Thermostat stecken wir in die dafür vorgesehene Aufnahme und drehen es in sie hinein. Mensch, auch easy. So, die Anlage ist jetzt hier soweit aufgebaut. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Zuführschlauch und den Abflussschlauch, damit sich hier dieser Kühlkreis schließt. Dann nehme ich hier als erstes mal den Schlauch für den Abfluss. Der kommt hier oben ran. Das Ende können wir hier schon mal ins Wasser machen. Und dann haben wir hier noch den Schlauch, der das kalte Wasser zuführt. Nämlich ist ganz wichtig, dass der Zuführschlauch unten angebracht wird, damit nämlich die Kühlung immer von unten nach oben passiert. Dann kommt der Schlauch hier, das Ende in die Pumpe und die Pumpe hat unten so Gummipröppel hier. Die wird dann unten auf dem Eimer Wasser einfach so, ja, so reingelegt. Alles klar, die Pumpe geht schon mal auf Tauchstation. Sobald die Pumpe am Stromnetz angeschlossen ist, wird das Wasser in den Kühlkreislauf gepumpt und von unten nach oben durch die Anlage gejagt. So muss das. Und da brauchen wir natürlich noch ein Auffanggefäß, in das Mückenspray hineinfließen kann. Und ganz wichtig ist jetzt nämlich hier, jetzt haben wir hier so ungefähr 10 Liter Wasser, gekühltes Wasser in dem Eimer. Und manchmal kann es sein, dass das Wasser zu warm wird für die Destillationszeit. Da muss man das entweder so ein bisschen austauschen, also warmes Wasser raus und neues kaltes Wasser rein. Oder was auch geht, sind zum Beispiel Eiswürfel.
Das kann man auch machen. Oder aber man kann statt einem Eimer Wasser den Thermomix auch neben eine Spüle stellen und dann immer für reichlich regelmäßig gekühltes Wasser sorgen. Das kann man auch machen. So, jetzt haben wir hier alles drin, alles fertig. Die Temperatur sagt, ja, so Mitte 20 Grad. Jetzt stellen wir den Thermomix auf 45 Minuten. Wählen die Varoma-Temperatur. Also einmal volle Pulle und dann Stufe 1. Und ab. Das war's auch schon. Und nach ein paar Minuten wird sich das erste Hydrolat im Auffangbehälter einfinden. Und dann haben wir schon mal das erste Mückenspray. 4 Minuten noch auf der Uhr. Das sieht doch schon richtig gut aus. Aber so ein paar Fragen hätte ich noch. Was gibt's denn sonst noch so zu erzählen? Jo, hier haben wir noch gut 4 Minuten auf der Uhr. Und wir haben ja schon einiges an dem Hydrolat hier aufgesammelt. Und ich würde gerne noch mal so ein paar Sachen sagen zu der Destillieranlage. So ein paar allgemeine Sachen. Und zwar, hier sehen wir jetzt ja den TM6. Die Anlage ist aber neben dem TM6 auch kompatibel mit dem Thermomix TM5, mit dem TM31, mit dem TM21 und ich glaube sogar mit dem TM-Modell, was vor dem 21 ist. Also ganz große Kompatibilität hier vorhanden. Und die Anlage ist sogar kompatibel mit dem Monsieur Cuisine. Da ist es so, dass sich hier diese Destilliereinheit gar nicht unterscheidet. Das ist genau das gleiche Ding. Außer dieser Aufsatz hier, der mit dem Deckel verbunden wird, also dieser Fuß quasi, das ist das einzige unterschiedliche Teil, das für den Monsieur Cuisine dann gekauft werden müsste. Und ja, das kann man also auch einzeln in dem Shop erwerben. Und so ist diese Anlage eigentlich modular für ganz viele Küchenmaschinen kompatibel. Und eine Frage, die jedes Mal gestellt wird, wenn ich hier die Anlage vorstelle, ist, kann man damit dann auch Alkohol destillieren? Ja, das geht, natürlich. Das ist eine ganz normale Destillieranlage. Mit der Anlage kann man Alkohol destillieren. Allerdings ist das in Deutschland nicht erlaubt und es ist ja auch nicht so ganz so easy. Man sollte da schon so ein paar Sachen beachten mit diesem Vorlauf und dem Nachlauf. Aber wenn du zum Beispiel aus Österreich kommst oder der Schweiz, da ist ja das private Destillieren von Alkohol erlaubt. Also kein Problem, da kann man das machen. Man sollte natürlich trotzdem nochmal die länderspezifischen Gegebenheiten sich einmal kurz angucken. Aber möglich ist es, ja, es ist eine ganz normale Destillieranlage. So, das waren hier schon die 45 Minuten und dann gucken wir uns noch mal an, was wir hier gesammelt haben. Das ist doch eine Menge, da haben wir viel Mückenspray gesammelt und es riecht sehr erfrischend, aber schlecht gegen Mücken, das auf jeden Fall. Also nein, die Zutaten sind auf jeden Fall als Mückenspray geeignet. Feinstes, fantastisches, selbst hergestelltes Mückenspray, wenn man jetzt nur noch einen passenden Namen dafür hätte. Mosquito Defense hier. Ich mache jetzt mal hier natürlich den Selbsttest. Riecht angenehm. Und es riecht auch tatsächlich so ein bisschen wie so ein Autan oder dieses Anti-Brumm oder so. Also der Geruch, der kommt einem schon bekannt vor. Ich denke mal, dass das auf jeden Fall wirksam sein sollte gegen Mücken. Es hält natürlich nicht so lange wie die bekannten Mückensprays. Dann sollte man so nach 3 Stunden wieder neu auftragen. Aber es ist doch auf jeden Fall eine sehr coole Idee, wenn man hier die Anlage besitzt oder wenn man auch Mückenspray zum Beispiel selber herstellen möchte. Das klappt auf jeden Fall richtig gut. Und nochmal ganz wichtig, Thema Reinigung der Anlage. Also wenn man hier fertig destilliert hat, dann sollte man das auf jeden Fall einmal durchspülen. Das ist total easy. So nach 20 Minuten ungefähr kann man hier die linke Säule anfassen, dann ist es schön abgekühlt. Und dann würde ich jetzt einfach hier den Schlauch, den können wir schon mal abmachen. So, und dann kann man jetzt hier schön das einmal auf die Seite legen. Machen wir einmal den Schlauch hier ab. Und wir machen den unteren Schlauch noch ab. Da kommt noch einiges an Wasser noch raus. So, und jetzt können wir hier die Destilliereinheit vom Deckel lösen. Und das Ganze hier wird jetzt einfach total easy einmal mit Wasser durchgespült oder noch so ein bisschen Neutralseife dazu. Dann läuft das hier alles einfach schön durch. Ich halte es jetzt hier rüber, weil es auch so ein bisschen tropfen kann. Aber die Reinigung ist wirklich super easy. Also einfach Wasser durch und schon ist das hier ganz schnell wieder gereinigt und es kann weitergehen. Das war also ein schnelles, selbsthergestelltes Mückenspray. Also wirklich total easy mit dieser Anlage.
Viele denken ja, das ist so ein ganz kompliziertes Produkt und so weiter, aber es ist wirklich super easy. Einfach quasi Plug and Play aufsetzen, raufschrauben, Schläuche ran und dann geht es auch schon los. Ein optisch aufwendiges Produkt, aber in der Handhabung wirklich super easy. Falls du dazu noch Fragen haben solltest, dann stell sie uns auch gerne mal unten in den Kommentaren. Es gibt schon eine große Destillier-Community. Da gibt es auf jeden Fall immer einen regen Austausch und die Fragen werden dir bestimmt alle beantwortet. Das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Video und ciao, ciao.